Hallo. Hallo. Da wir recht viele Anfragen bekommen haben, wie sieht es eigentlich aus in eurem Wave Camper und wie lebt ihr da drin, was macht ihr da drin, haben wir gedacht, wir nehmen euch mal mit und zeigen euch jede Klappe, jedes Fach und jede Umräumaktion. Viel Spaß in diesem Video. Zum Innenraum. Küche. Zeigen wir euch mal unsere Küche. Ein schöner 45 Liter Kühlschrank mit dem kleinen Bedarf für das Wochenende, sogar mit Frosterfach. Ja, das ist ganz genial. Und das ist sogar in Benutzung, wie man sieht. Funktioniert. Dann haben wir unsere Kochgelegenheit. Extrem praktisch, weil man den Herd immer gleich rausnehmen kann und bei schönem Wetter draußen kochen kann, was wir auch schon des Öfteren genutzt haben. Brauchst du nicht rausholen, ich glaube, das kennt jeder. Ja, also kann man hier rausholen und dann geht das. Genau. Wenn man kochen möchte, muss man hier, das kennt aber auch jeder, das einmal reinstecken und dann funktioniert es auch. So, die Schublade geht glücklicherweise nur zu, wenn es umgeklappt ist. Hinten ist die Besteckschublade. Genau. Da ist so, passt auch allerhand rein. Passt eine ganze Menge rein, jedenfalls für uns. Ja. Vier hat es gereicht oder fünf? Auch fünf. Hat's gereicht. Ja, sechs für sechs Personen haben wir da bestellt. Genau. So. So. Dann haben wir unsere Spüle. Da haben wir so Sachen, die wir morgens immer gleich brauchen, damit man sie nicht raussuchen kann. Weil benutzt haben wir sie eigentlich gar nicht. Das haben wir dann genau unterwegs. Dann kann sich der Erste und das gleich den morgendlichen Kaffee kochen. Ja, und hat Zugriff. Da zeigen wir euch unsere tolle. Wasser. Und schon stirbt man keinen, wenn man in der Küche sitzt und die anderen noch schlafen. So. Kommen wir weiter zur Stromversorgung. Ja, das ist auch ganz genial. Genau. Zwei USB-Anschlüsse sind hier drin, einmal 12 Volt Zigarettenanzünder, einmal 230 Volt und der Lichtschalter für die Ambilight-Beleuchtung. Mhm. Das heißt, man kann hier, wenn man am Strom angeschlossen ist, gibt es hier unten ein schönes Nachtlicht, eine romantische Beleuchtung. Und darüber seht ihr die Einstellung für die Heizung. Standheizung, für die Dieselheizung. Soll ich die mal anmachen? Nö, brauchst du nicht anmachen. Genau. So, dann haben wir unseren Tisch. Den Tisch kann man in zwei Positionen machen. Einmal, so war bei uns fast immer. Oder in der vorderen Position. Genau. Das können wir jetzt auch mal machen. So. Uns war das immer wichtiger. Ja, mach mal richtig fest. Genau. So. Dann wechseln wir da einmal die Plätze. Dann gehen wir einmal da drüben hin. So, dann kommen wir nämlich in das zweite Badezimmer. Und das ist der Schiebeschrank dort unten, denn man glaubt es kaum. Hier unten haben wir eine drin, Kochgeschirr und so etwas alles. Wir haben diese Toilette nicht einmal benutzt, würden den Platz auch in Zukunft eher für Vorräte oder noch ein Regalbrett rein, ja, oder sonstiges. Und so groß ist es hier dann doch nicht, dass man sich hier in die Mitte sitzt, auch genau, wenn man Familie ist. Genau. So. Wollen wir hier noch einmal zeigen, also wir haben es natürlich sehr praktisch gemacht mit unserem Faltgeschirr, deswegen passt auch alles so gut rein. Wenn man das nicht hat, dann braucht man dann wahrscheinlich schon den Platz. Ja. Und noch ein Fach. Hier genau haben wir Teller, einen Kochtopf drin, einen Falttopf. Genau, und auch so Gläser. Kinder von den Gläser, Taschentücher, was man so alles während der Fahrt eventuell noch braucht. Genau. Und hier unten haben wir auch noch Geschirr, einen Topf, einen kleinen Topf, Schüsseln, Spiele, unsere Box da hinten, alles, was man, wo man auch jetzt während der Fahrt ran kann. So. So. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch zu sagen? Oben die Ablagefläche? Ja, die ist
Die ist auch, denkt man immer nicht, das ist ganz klein und flach, aber man passt, es passt unglaublich viel rein. Jetzt haben wir ein paar Schulhefte, weil wir direkt von der Schule losgefahren sind und den Rucksack brauchten, habe ich die jetzt hier reingetan. Dann habe ich so Handtücher, eine Taschenlampe drin und Tücher, also so für kühlere Tage, Bücher, Kleinkram, passt da wunderbar hin. Also wollen wir jetzt schon den Schrank zeigen? Ja. Hier hinter ist unser Schrank. Da habe ich am Anfang auch gedacht, das reicht überhaupt nicht vom Platz her, aber wir waren ja wirklich 11 Tage unterwegs in Dänemark. Und für 4 Personen passte alles wunderbar rein. Also man ist nicht wie zu Hause, dass man jeden Tag was Neues anzieht, aber... Und sonst hat man im Kofferraum noch genug Platz. Genau, aber selbst bei kühlem Wetter hatten wir genug Platz, um das zu machen. Sitzen. Die Bettwäsche für 4 Leute, Schlafsäcke. Genau. Und im Sitzen haben wir einmal den Fuß. Genau, den Tisch können wir nämlich auch nach außen aufbauen. Und dann kommt er hier rein mit dem. Genau, und dann hat man draußen einen Tisch. Wir haben den immer gerne zum Kochen genutzt. Und dann haben wir hier die große Vorratsschublade. Genau, alles Mögliche drin. Da sind Vorräte, an die man schnell keine Kühlung brauchen. Die sind dort. Genau. So. Das Genialste an diesem Auto ist das Schienensystem im Boden. Dadurch, dass man nicht wie bei anderen Modellen eine Doppelsitzbank hat, kann man diese Stühle hin verschieben, wohin man möchte. Das einmal habe ich schon gezeigt. Genau, einmal runterdrücken, rausziehen und dann kann man sie lösen und dann kann man ihn quer durchs Auto schieben an die Stelle, an die man gerne möchte. Man kann hier bis zu 8 Sitze einbauen. So. Und fertig. An dieser Stelle steht sonst unser 5. Sitz. Hier? Genau. Dann fahren wir auch zu 5 damit. So, jetzt, wenn wir das Bett jetzt machen, dann schicke ich immer alle raus. Dann müssen sie ein bisschen draußen spielen und sich vergnügen, weil dann brauche ich ein bisschen Platz. Da mache ich einfach den Sitz, den einen Sitz, den zweiten Sitz. Muss ich das hier hochklappen? Kannst du das sehen? Ziehe es einmal rum, dann ist hier so ein kleiner Schlitz. Da muss man das nachher dann rein tun. Einfach aufklappen, rüberziehen und fertig. Und jetzt muss man die Matratze einmal umklappen. So. Und fertig ist das Bett. Jetzt Bettzeug rauf und dann kann man da wunderbar drinnen schlafen. Ja, der Vorteil ist einfach, dass man eine richtige Matratze hat. Und die ist auch bequem. Kann auch ein großer Mensch drauf schlafen. Und man hat einen herrlichen Ausblick. Genau. Ich zeige euch jetzt, wie das Dach aufgeht. Das ist recht simpel. Das muss man einmal abmachen. Dann kann man es erstmal hängen lassen. Und jetzt gibt es hier so Verschlüsse, doppelt gesichert, die man öffnen muss. Einmal drehen, rausziehen. Das gleiche auf der Seite. So. Einmal lösen und oben dran klicken. Jetzt gibt es
komplett verschließen. Und jetzt geht's schon hoch. So, und wenn das oben ist, kann man sofort die Matratze nach oben schieben. Dann kann man hier stehen. Und dann kann man hier sogar noch wunderbar ein Fenster öffnen. Im Sommer. Und hier auch, wenn man das möchte. Da hat man dann nur eine Plastikfolie. Hier hat man ein richtiges Fliegengitter. Und hier hat man nochmal ein Fliegengitter. Jetzt gehen wir in die obere Etage. Dazu müssen wir dann das Bett wieder runterziehen. Und dann geht's einfach nach oben. Eins nach dem anderen. Eins. Zwei. Die Jacken bleiben hier. Ein Schlafsack. Der zweite Schlafsack. Und vorsichtshalber noch eine Decke, falls es zu kalt wird. Und fertig. Hier oben ist die Höhle der Kinder und ich finde es auch super gemütlich hier oben, also muss ich sagen. Der Rundumblick ist. Ja, Panorama hast du hier. Wer hat schon sowas? Das ist ein Traum. Ja, was hier oben vielleicht noch fehlt, ist ein Licht. Wir haben immer Taschenlampen oben gehabt. Ja, hier, aber die kann man auch ganz gut verstecken. Ja, aber das fehlt so ein bisschen. Jo. Aber ansonsten ist auch mit einem Lattenrost hier unter, hält sogar mich. Garage zeige ich euch jetzt mal. Da gibt es ganz viele Fächer, die man so aufklappen kann. Hier ist der Wassertank drin. Dann ist hier so ein Fach, wo ganz viel Elektrik, also so Zubehör drin ist, Kabel, Trommel. Wir haben da noch Klopapier und alles Haushaltssachen. Hier oben haben wir noch ein Fach, von da kommen wir sowohl von hier, aber auch von da rein, wenn wir den Sitz umgeklappt haben. Das ist ganz schön. Und der Clou an diesem Auto, jetzt zeige ich euch mal unser Badezimmer. Tada! Da haben wir unsere Zahnputzbecher und wenn wir irgendwie wild gestanden haben, dann können wir hier draußen, nehmen wir eine Wasserflasche und können draußen Zähne putzen und haben es aber trotzdem hier luftig, also nicht so in einer Tüte, kommen immer ran. Und das Allerbeste finde ich, das haben wir aber viel später festgestellt, ist, dass wir auch von innen da rankommen. Das heißt, wenn es mal regnet, und wir nicht raus wollen zum Zähneputzen, kommt man auch von innen hier ran und kann die Klappe aufmachen. Und ist wunderbar. Was haben wir noch? Dann haben wir hier noch eine Klappe. Da ist, keine Ahnung, Hammer, weiß ich nicht, für ein Hammer drin. Und dahinter ist ein Feuerlöscher drin. Hier haben wir dann hauptsächlich so Gas gehabt, Gasflaschen, auch noch ein bisschen Haushaltssachen, Hausrollen. Hier seht ihr, wenn ihr reinguckt, einmal von hinten unseren kleinen Vorratsbehältnis und unsere Badelatschen fürs Klo gehen oder so. Genau. So, jetzt haben wir den Kofferraum wieder eingeladen. Jetzt sind wir für eine kleine Tour übers Wochenende. Reicht uns das? Wir haben eine Kiste Bier und die Stühle, die kann man aber auch noch übereinander stapeln. Dann passt auch noch eine zweite Kiste rein oder eine Kühltruhe. Das Treibholz haben wir schön gestern auf Rügen gefunden. Freuen wir uns. So, das war's. Ich hoffe, der kleine Rundgang durch den Wave Camper hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas Anteil nehmen an unseren Reisen und wie wir alles so gemacht haben. Nicht alles wird perfekt sein. Wahrscheinlich gibt es für vieles bessere Lösungen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Uns würde es freuen oder schreibt uns einfach direkt an. Was uns wirklich beeindruckt hat, ist, dass hier auf unter 5 Meter ein Auto entstanden ist, mit dem ich selbst in Berlin keine Parkplatzprobleme habe, mit dem ich sehr bequem mit 5 Leuten reisen kann, mit dem ich sehr bequem mit 4 Leuten nächtigen kann und Urlaub machen kann, mit 5 Leuten mit leichten Einschränkungen auch noch möglich.
Ich komme in jede Tiefgarage rein. Alltagstauglichkeit ist also in jeder Hinsicht gegeben. Wir haben euch alle Daten in die Beschreibung gepackt. Alle Links sind mit dabei. Sollten wir was vergessen haben, schreibt es uns einfach kurz, dann liefern wir es nach. Wir wünschen euch immer gute Reise. Viel Spaß!